Was findest du an älteren Frauen besser als an jüngeren? Deine Meinung zu Carsten Stahl? Noch Kontakt zu Steve G. Und Fanus hat man schon brutal geliebt, allein hinter der Kamera, wo man ihn noch nicht gesehen hat. Ich sehe meinen Shit als Kunst. Ob's YouTube ist oder Musik, ich sehe alles als Kunst, Bruder. Was steht noch auf deiner Bucketlist? So viele Sachen gesehen, die nicht geplant waren, die einfach nur dadurch kamen, dass ich auf mich und mein Gefühl gehört habe, so weißt du? Das ist meine Bucketlist. Meine Bucketlist entsteht im Nachhinein, Bro. Ich gucke denen in die Augen und ich spüre diese echte Menschlichkeit, die echte Liebe von Menschen, die gibt's noch. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Willst du mal zu MC Boogie in den Podcast und Belasch? Ja, Bro. Würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Ich war ja schon im Oddcast einmal. Aber ich würde auf jeden Fall auch da nochmal reingehen. Ist für mich auch so nach Komm ins Café die beste Interviewplattform auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz. Was isst du am Morgen, um zuzunehmen? Bro, Haferflocken, Digga. Haferflocken, Müsli, Dicker und meistens noch ein Brötchen dazu oder so ein Shit. Ach krass, wusste ich gar nicht, dass du da warst. Ja, check it out, Bro. Dabei war alles, weil dabei war alles. Aber man muss sagen, Digga, ging halt eigentlich nur um diese Thematik mit Statement und so ein Shit, Bro. Ah, naja, okay, hab schon noch ein bisschen mehr erzählt. Aber ich würde gerne mit aktuellem Vibe da nochmal reingehen. Nachdem ich jetzt auch ein bisschen Mucke gemacht habe und so. Mich nach dem Shitstorm auch wieder mehr erholt habe und so. Stabilere Vibes da an den Start bringen, so weißt du? Von Oleg Sesh, die Musikvideos sind komplett anderes Niveau. Ja, Digga, Oleg Sesh ist einer, den feiere ich brutal. Den feiere ich mega, Digga. Aber ich finde, die Musikvideos mit Spectre und so ist ein bisschen Film, Bruder, ja. Ist ein bisschen. Also, das eine, was ich mir reingezogen habe, war mir auf jeden Fall zu viel, Digga. So, ich finde, Musikvideos sollten immer noch Musikvideos bleiben und kein Film, Digga. Weißt du so? Da liegt der Fokus mehr auf. Ich weiß nicht, Digga. Die Musik war da nicht so erstrangig, Digga. Und Oleg Sesh ist halt voll der krasse Rapper, Bro. Der bräuchte nicht mal ein Musikvideo, Digga. Und. Weißt du? Bisschen, war an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel für meine Meinung. Dein Top-Album aus diesem Jahr bisher. Ich habe kein einziges Album gehört dieses Jahr, Bro. Nur Singles. Ich bin auch ein Neuzeit-Konsument geworden, leider. So. Hab sehr viel Singles nur gehört. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich check gar nicht mehr so viel Musik ab auch. Ich habe hier viel Latino-Shit gehört. Ich ziehe mir so ein bisschen auch die Vergangenheit von den Latino-Sachen rein, so. Anuel in seinen Anfängen finde ich richtig Baba, Bruder. Den finde ich richtig Baba. Und viel Ozuna auch gehört. Wen habe ich mir noch gegeben? Von den Latinos, Digga. Boah, ich habe die Namen alle nicht auf dem Schirm, Digga. Es gibt auf jeden Fall voll viele Eistee von dir. Ice it in, man. Wishu. Es gibt auf jeden Fall voll viele krasse Latinos, Digga. Und halt Ami-Shit, ne? Ich habe aber schon lange kein Spotify mehr, weil ich nicht bezahlt habe, Bruder. Und seitdem höre ich auch nicht mehr so viele neue Sachen, Bro. Bad Bunny ist auch krass, genau. Bad Bunny habe ich auch viel gehört. Dann gibt's diesen einen. El Leon, Digga. Flow Mafia, Bruder. Flow Mafia habe ich auch viel gehört. Yeah. Ultra Mega auch nice, auf jeden Fall. Was ist deine Meinung zu Carsten Stahl? Ich küsse Carsten Stahl sein Herz, Bruder. Fühle ich, feier ich, prägt mich, Bruder. Die Stali-Vibes sind auf jeden Fall gut, Bruder. In welches Land geht es als nächstes nach 6 Monaten Mexiko? Bro, ich bin schon länger hier, Mann, Digga. Ich bin ja schon einmal ausgereist, Bruder, weißt du? So. Und ich glaube, so wie es aussieht, bleibe ich auch erstmal hier, Digga. Mexiko gefällt mir eigentlich relativ gut, muss ich ehrlich sagen. Vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis, Digga, Vibes sind hier sehr stark, Digga, weißt du? Ich schwöre, du bist King, ich schaue aus der Türkei zu. Echt, ja, Bro? I like that, man. Schöne Grüße gehen raus in die Türkei, Bruder. Turkey it in, man. Noch Kontakt zu Steve G. Yes, yo. Immer. Der wird auch immer bleiben, Bruder. Steve G ist, glaube ich, ist unmöglich. Nicht, glaube ich, ist unmöglich, dass wir keinen Kontakt mehr haben, Bro. Was findest du an älteren Frauen besser als an jüngeren? Oh, Bruder. Ist so komischer Reiz, Digga. Weißt du, wie ich meine, Digga? Also, ich habe, glaube ich, den MILF-Komplex habe ich gekriegt damals wegen meiner Grundschullehrerin, Bro. Das kennen wir doch alle, oder? Ich war so ein bisschen in love, Digga, mit meiner Grundschullehrerin. Die war halt auch älter so. Und seitdem, ich weiß nicht, Bro.
Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch die Pornos, Bruder. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall immer so einen Milf-Vibe gehabt, auf jeden Fall. Also ich stand schon immer auf ältere Frauen eigentlich. Jetzt im Alter nimmt es ein bisschen ab, so, aber ich muss schon sagen, so, ich weiß nicht, die, so, die, weiß ich nicht. Die Erfahrung vielleicht oder so. Keine Ahnung, Alter. So richtig erklären kann ich es dir nicht. Aber ist geil. So ein Ding ist das. Dilo sagt, okay, cringe. Ja, Dilo, gib's doch zu, du standst auch auf einen Lehrer von dir oder so. Frauen haben das auch oft. Mit erfahrenen Männern, Bruder. Schwester, lüg nicht. Wie alt bist du, Leon? 31, Bro. Ziehen dich ältere Frauen mehr an als 20-Jährige? Bruder, ist unterschiedlich, Bro. Ist unterschiedlich, Mann. Es gab eine Zeit, wo ich auf jeden Fall gesagt hätte, ja, mittlerweile, Bruder, es kommt auf die Energie an, mittlerweile so. Ne? Wenn mir eine Frau einen krassen Vibe, eine krasse Energie gibt, so, dann zieht sie mich an halt, so. Weißt du? Kommt nicht jetzt aufs Alter an oder so. Ich bin gerade in so einem Alter, so einem mittelmäßigen Vibe, 31, Bruder, ich bin nicht mehr richtig jung, aber ich bin auch nicht richtig alt. Ich bin so in der Mitte. So, deswegen ist jetzt zum Beispiel auch eine 35-Jährige ist ja jetzt keine Ältere mehr für mich, so, weißt du, wie ich meine? Das ist ja schon fast mein Alter, deswegen, Bruder, mir geht's eigentlich, also, mir geht's hauptsächlich mittlerweile um den Vibe, so. Man fühlt es und spürt es einfach, ob da was da ist, ob da was Nices ist, so, ob da eine Anziehung ist, so. Und man spürt auch, wenn man richtig hinhört und hinfühlt, so, man spürt auch, ob's nice ist oder nicht, weißt du? Bro, hätte dich Mitte 20 geschätzt, haha, echt, ja? Ist gut. Ist gut. Ist gut, Bruder. Bruder, ich bin 20 und habe Frau mit 2 Kinder. Alhamdulillah, Bruder, ich küsse dein Herz, Beste. Da ihr Männer später reif werdet, wollt ihr reife Frauen, das könnte sein. Nee, glaube ich nicht, Bro, Schwester. Ich war schon relativ reif mit 13. So, also, der kann das nicht sein. Vielleicht andersrum, vielleicht war ich so reif, dass ich schon gefühlt mit einer 30-Jährigen klar kommen könnte und deswegen war ich so, let's do it, man, Alter. Fano soll mehr YouTube durchziehen, habe ich ihm auch gesagt, Digga. Ich finde, Digga, wenn wir jetzt mal die Hand aufs Herz legen, ich finde, der Bro sollte die Steve G-Vibes auspacken und einen eigenen YouTube-Kanal machen, so, weißt du? Nicht nur so haarwuchsmäßig oder von meinetwegen auch, aber dieses witzige, herzliche so, das würde ich gern von Fanos mehr sehen, Bro. Sag ich dir ehrlich. Der Bruder hat eine brutale Personality so. Und wenn der die mal richtig zeigen würde, auch auf YouTube und so, ich glaube, er könnte sich eine richtig geile Community aufbauen so. Das habe ich ihm auch schon 500.000 Mal gesagt, Bro. Eigentlich jedes Mal, wenn wir telefonieren oder wenn wir reden. Damals schon. Aber jeder muss für sich halt wissen, so, weißt du? Ich sehe halt alles so sehr in diesem. Ich glaube halt auch diese, ja, ich sehe halt alles so, ich empfehle den Leuten eigentlich immer, wenn sie irgendwas an den Mann bringen wollen, sich eine Community mit ihrer Persönlichkeit aufzubauen und dann die Sachen an den Mann zu bringen, weißt du? Weil wenn die Leute dich lieben, Bruder, dann ist es auch einfacher, ein Produkt an den Start zu bringen, so, an die Leute. Und Fanos hat man schon brutal geliebt, allein hinter der Kamera, wo man ihn noch nicht gesehen hat, Digga, so viele Leute haben den geliebt, so, das ist krass, weißt du, wie ich meine? Und ja, Mann, Digga, daraus kann man auf jeden Fall was machen, meiner Meinung nach. Willkommen bei Supported In Man. Sick, Richard, ich küsse dein Herz. Beste. Nach jedem Livestream schaust du trainierter aus. Ja, Bruder, ich gebe Vollgas, Digga. Ich war auch nach jedem Livestream immer hart trainieren, so, weißt du? Jeden Tag raste ich aus im Training gerade. Seit Pro-Bro-Zeiten dabei. Dabei ist alles, Bruder. Roberto! Ich küsse dein Herz. Mach mal einen deepen Song, wäre nice, sagt Dilo. Ja, ne? Paul Unterleitner hat einfach dein Format geklaut. Er ladet in letzter Zeit viele stehen Frauen auf Muskelnvideos hoch. Ja, normal, Bro. Gibt viele Leute, die meine Formate geklaut haben. Oder weiter gemacht haben, so. Ist doch, sei doch denen gegönnt. Ist ja auch irgendwo eine Bestätigung, wenn Leute das machen, was ich erfunden habe. Ist es ja auch geil. Weißt du? Das zeigt ja einem, dass man was richtig gemacht hat, Digga. Und ich bin immer noch ein Creator, so. Ich sehe meinen Shit als Kunst. Ob es YouTube ist oder Musik, ich sehe alles als Kunst, Bruder.
und habe den Anspruch auch immer wieder was draufzulegen so oder immer wieder mich zu entwickeln, mich neu zu erfinden. Und das ist so typisches Künstlerding halt so. Viele Leute nehmen von den Leuten, die 20% der Leute auf YouTube erfinden die Sachen und 80% übernehmen und kopieren einfach nur. Das ist normal. Auf jeden Fall, Mann. Ich habe in YouTube schon sehr viel reingesteckt. Viele Formate erfunden, viele Sachen gemacht und so. Hab mir ein bisschen wenig rausgeholt, aber ich habe auf jeden Fall viel reingesteckt, Bro. Denkst du, Paul ist Neddy? Ich kenne den gar nicht, Bro. Ich kenne den gar nicht. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Ich habe mal von ihm gehört. Den Namen habe ich schon 2-3 Mal gehört und gelesen auch, aber ich habe den noch nie abgecheckt. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Viel. Erfolg, auf jeden Fall. Sowohl innerlicher, seelischer, psychischer Erfolg und auch finanzieller Erfolg. Das steht gerade auf meiner Bucketlist, Bro. Auf meiner Bucketlist steht, wie ich es auch in den letzten 4-5 Streams gesagt habe, ich muss dafür sorgen, dass meine Mutter nicht mehr arbeiten gehen muss, beziehungsweise wenn sie ihre Arbeit aufhört, dass sie leben kann, Digga. Das ist meine Verantwortung und dafür muss ich jetzt arbeiten, Bro. So. Da ist jetzt erstmal nicht so wichtig, was meine Bucketlist ist, was ich noch abhaken will oder nicht abhaken will. Das habe ich eh nie richtig gehabt. So, ich muss jetzt irgendwie so. Ja, ich wollte auf jeden Fall in ein Land gehen, wo Sonne ist, wo ich mich wohler fühle, wo ich mich mehr so fühle, dass ich ich selbst sein kann. Und das wird mir langfristig auch gut tun. Das werdet ihr auch merken. Das merkt ihr jetzt schon teilweise, aber das werdet ihr noch mehr merken, seitdem ich aufgehört habe zu buffen. Geht's in eine immer bessere Richtung rein und es wird auch weiter so gehen. Und ja, Digga, das ist die Motivation, das ist das Ding und daran arbeite ich, weißt du? Ich habe einige Ziele. Ich habe auf jeden Fall eine Vision, die habe ich schon seitdem ich ein kleiner Junge bin und die werde ich mir erfüllen. Und darüber werde ich aber auch nicht so viel reden oder so, sondern einfach machen, Bro. Wenn ich hinsetze und jeden Tag irgendwie sage, ja, das ist mein, so, nee, Bro, ich werde es einfach machen und dann, wer Bock hat, soll es verfolgen, wenn ich nicht, weißt du? Bucket it out, man, Vishu. Und alles, was auf dem Weg passiert, Digga, das ist halt Erfahrung, so. Ich habe schon so viel erlebt, ich habe schon so viele Sachen, auch erlebt und so. So viele Sachen gesehen, die nicht geplant waren, die einfach nur dadurch kamen, dass ich auf mich und mein Gefühl gehört habe, so, weißt du? Das ist meine Bucketlist. Meine Bucketlist entsteht im Nachhinein, Bro. Weißt du, was ich meine so? Aber warum willst du nicht in DE leben bei deinen Menschen, Bruder? Weil ich mehr vom Leben will, Bro. Ich will mehr vom Leben. Deutschland turned up, Bruder. Deutschland fickt dich. Deutschland fickt einen Typen wie mich, Bruder. Rumzulaufen und die ganze Zeit fressen zu sehen. Nur fressen, Bruder. Wie oft habe ich das in Deutschland erlebt, dass ich rumgelaufen bin und mich ein Mensch angelächelt hat, Digga. Einfach so. Nur weil ich... Weil ich bin, der kennt mich nicht mal, aber der lächelt mich an, Bruder. Wie oft ist mir das in Deutschland passiert? Ratet mal. So gut wie nie, Bro. Und das habe ich hier fast jeden Tag. Nicht fast, habe ich jeden Tag, Bro. Jeden verfickten Tag guckt mir hier ein Mensch in die Augen und lacht mich einfach an. Einfach, weil wir beide Menschen sind, so. Einfach, weil wir beide Menschen sind. Der guckt und lacht mich einfach an, Bruder. So. Wie oft habe ich das in Deutschland gehabt? Ja, genau. Und das brauche ich, Bruder. Ich will Menschen sehen. Ich will Menschen lieben, Dicker. Weißt du, wie ich meine? Ich will das spüren, dass wir eine Familie sind, alle so. Ich will mit Menschen reden, Herz spüren und so. Ja, ist geil, wenn man seine Freunde hat, seine Familie hat. Klar, auf jeden Fall so. Ist auch wichtig, Bruder. Aber für mich und mein Leben, Bruder, ich fühle mich verbunden mit allen Menschen. Weißt du, wie ich meine? Ich fühle mich verbunden mit der ganzen Welt, Bruder. So. Und wenn ich Leute sehe, die nix haben, Dicker. Ich gehe hier raus, Bruder. Ich bin hier letztens rausgegangen, nach dem Stream ins Training gegangen, so. Und dann ist da eine Familie und wühlt in meinem Müll rum, so. Ne? Da sind 2 Mädels, Kinder, ganz kleine Kinder, die spielen. Die Mutter und die große Tochter wühlen in meinem Müll rum und suchen da Sachen, Bruder. So, ich gehe da hin. Ich komme raus, Bruder. Die lachen mich alle an, so. Ola, ola, so. Ich sehe, ich gucke denen in die Augen und ich spüre diese echte Menschlichkeit, die echte Liebe von Menschen, die gibt's noch, Bruder. Aber in Deutschland ist die gefickt von irgendwelchen Medien und vorankommen und an sich selbst denken und nicht gönnen und diese ganze Scheiße, Bruder. So. Weißt du, was ich meine, so?
Und dann gehe ich hin, gebe denen was, damit die vielleicht für die nächsten paar Wochen ein bisschen besser über die Runden kommen. Obwohl ich auch nichts habe eigentlich, aber scheiß drauf, die haben noch weniger. Und dann lachen die noch mehr. Das kleine Mädchen winkt so, guckt mich an, lacht so, weißt du, was ich meine so? Bro, und dann gehe ich ins Training, Bruder. Weißt du, was ich meine so? Und das ist einfach, Bruder, das prägt mich und mein Leben auf einem ganz anderen Level, als jeden Tag in Deutschland abzuhängen und mir die Fressen reinzuziehen von Menschen, die unglücklich sind, obwohl die eigentlich glücklich sein müssten, Dicker. So. Und deswegen habe ich keinen Bock auf Deutschland, Bruder. So ein Ding ist das. Das ist krass, Bruder. Und die Welt ist die so, keine Ahnung, Bro. Bruder, keine Ahnung, wie lange diese ganze Scheiße noch weitergeht hier auf der Welt, Alter, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Aber auf jeden Fall ist das was, was mich und mein Herz, meine Seele, so, das prägt mich, das erfüllt mich, das macht mich glücklich so. Weißt du, wie ich meine? Und es macht mich auch traurig. Aber es ist auch gut, dass es mich traurig macht, Bruder. Ich habe den ganzen Tag an diese Familie gedacht, den ganzen Tag, bis ich schlafen gegangen bin, so. Aber, Bruder, ich habe versucht, ein bisschen zu helfen. Und ich will das sehen, dass es so Menschen gibt, die so strugglen, Bruder. Und ich will aber auch sehen, dass diese Menschen einfach Liebe in ihrem Herzen haben. Pure Liebe, Bruder. So.